Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit dem dritten Teil Mantra für die Sternzeichen Fisch, Widder und Stier. Und damit grüße ich euch alle von Herzen. Der Fisch und sein Engel ist Barchiel. Sage, ich glaube an mich, nur an mich. Die ganze Welt kann auf mich einreden. Ich folge meinem Engel Barchiel. Er ist meine innere Stimme. Engel Barchiel gibt dir die völlige Unterstützung. Du sehnst dich nach Glück und wünschst dir das Glück zum Freund. Einen Ratgeber, der mit dir lacht und mit dir Freude hat. Aber genau das lebt bereits in dir. Höre auf deine innere Stimme und so triffst du die richtige Entscheidung. Das Glück steht bereits vor deiner Tür. Du brauchst sie nur zu öffnen. Der Widder und sein Engel ist Marchidel. Sage, in der Stille höre ich meinen Engel, wie er zu mir spricht und mich in ein besseres Leben lenkt. Er sagt mir, dass ich keine finanziellen Sorgen haben werde. Engel Marchidel steht an deiner Seite, um dich zu beschützen. Er gibt dir die nötige Ruhe, die du jetzt brauchst, wenn du nicht mehr die Geduld hast und zu sinnloser Hektik neigst. Aber damit ist jetzt Schluss. Entschließe dich zu schnelleren Entscheidungen und rede mit den Menschen, die dir wichtig sind. Das ist deine Chance. Höre auf die Zeichen und Ratschläge, die dir dein Engel gibt. Habe Vertrauen. Der Stier und sein Engel ist Asmodeel. Sage, ich liebe meine Welt, so wie sie ist. Ich bin in ihr zu Hause und fühle mich dort angekommen. Denn nur da, wo ich zu Hause bin, ist meine vertraute Heimat. Sie gibt mir Halt und Sicherheit. Engel Asmodeel unterstützt dich nach einer prickelnden, ungeduldigen Zeit und zeigt dir eine gute Zukunft. Er führt dich in deine innere Heimat und zurück zu dir selbst. Vertraue auf deinen Engel. Auf ihn kannst du bauen, verlässlich und sicher. Du wirst deine Probleme anpacken. Ordnen. Ja, du wirst deine Probleme anpacken, ordnen und mit altem Streit abschließen. Treu setzt du auf deine eigene Eingebungen, weil du genau fühlst, worauf es ankommt. Das waren die Mantras Fische, Widder und Stier. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit Zwillinge, Krebs und Löwe. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Herzlichst, eure Deria.